Lasst die Natur zu euch sprechen, welch unbeschreibliche Wunderwerke sie euch veranschaulicht und euch ständig meine Liebe und Allmacht offenbart. Lauscht und schaut, richtet eure Blicke auf jegliche Kreatur und erkennt daran meinen Gestaltungswillen und meine Kraft und erkennt mich selbst in allen meinen Schöpfungswerken. Seht, wie unvergleichlich reizvoll und wie vielseitig diese Schöpfungen sind und wie sinnvoll eine jede ihre Bestimmung erfüllt und wie der Zweck eines jeden Schöpfungswerkes die Erhaltung der Gesamtschöpfung ist. Lass mich selbst zu euch sprechen durch die Natur und hört auf meine Stimme, dann werdet ihr meine Allmacht, Liebe und Weisheit erkennen und euch beugen vor ihr, dann werdet ihr wissen, dass ihr das herrlichste Schöpfungswerk auf Erden seid, das aus meiner Hand hervorgegangen ist, und ihr werdet erkennen, wie unendlich viel mir an euch gelegen ist, dass ihr auch in mir verbleibt. Denn jegliches Schöpfungswerk ist nur für euch entstanden, es ist nur eine Vorstufe, auf der ihr euch zu dem entwickelt habt, was ihr jetzt seid, zu freien, selbstständigen Schöpfungen, die noch unendlich mehr werden können, als sie jetzt sind. Betrachtet die Natur und seht ihren Werdegang, ihre Steigerung, die sich in allen Naturschöpfungen erkennen lässt. Das winzigste Wesen ist mein Werk, der winzigste Grashalm ist mein Gedanke, der zu Form wurde, und jegliche Kreatur gehorcht meinen Willen, sie führt aus, was ich ihr zur Aufgabe gesetzt habe, sie dient wieder dem Menschen dadurch, indem sie sein Bestehen sichert. Nichts ist ohne Zweck und Ziel, nichts geschieht ohne meinen Willen, alles hat meine Weisheit und Liebe zur Begründung. Und so euch meine Weisheit nicht offenkundig ist, weil ihr um den Zusammenhang nicht wisst, den alle Schöpfungswerke miteinander haben, so erkennt meine Liebe, die immer wieder in den Wundern der Natur zum Ausdruck kommt. Seht, wie alles um euch grünt und blüht, wie es reif und Früchte trägt. Seht, wie immer wieder der gleiche Prozess sich vollzieht, für euch, um euch Menschen das Leben zu sichern und um alles, was lebt auf Erden, zu erhalten. Unzählige Schöpfungen ließ ich erstehen, in verschiedensten Ausmaßen, in den verschiedensten Formen und Bestimmungen, und so ihr Augen und Ohren öffnet, entgeht euch nichts, und meine übergroße Liebe und Weisheit muss euch offenbar werden, denn ich gebe, auf das ihr empfangen könnt, ich erschaffe, auf das ihr den Nutzen davon zieht, ich erhalte und betreue die Schöpfung, auf das eure Herz sich daran erfreue und ihr mich erkennt. Mich, der ich bin von Ewigkeit und dessen Sein ihr anzweifelt, dessen Wille und Wesen ihr ausschalten wollt und dessen Werke ihr als von selbst entstanden ansieht. Ihr wandelt blind an allen Wundern der Schöpfung vorüber und ihr versteht die Sprache der Natur nicht. Ihr seht die Schöpfung, aber nicht den Schöpfer in ihr. Ihr seht wohl die Wirkung, aber nicht die Ursache, den Willen, der jegliche Schöpfung zugrunde liegt. Ihr glaubt, voller Weisheit zu sein und die Entstehung aller Dinge ergründen zu können, doch euer Wissen ist Stückwerk, solange ihr mich nicht als Urgrund der Schöpfung anerkennt.
In jede Naturschöpfung trete ich euch nah. Sie ist der Ausfluss meines Selbst. Sie ist ein Gedanke, der nach meinem Willen zu Form wurde. Jede Naturschöpfung ist ein Beweis, dass ich bin, weil ohne mich nichts wäre, weil mein Wille allein das ins Leben rief, was ihr seht und was euch umgibt. Und nichts kann sein oder werden ohne meinen Willen. Nichts kann bestehen, wenn mein Wille und meine Weisheit nicht seine Zustimmung gibt. Mein Wille, meine Liebe, meine Weisheit und meine Kraft aber müssen euch auch glauben lehren an ein Wesen. Sie müssen euch erkennen lassen, dass jene einem Wesen angehören, das also auch zu euch sprechen will durch die Wunder der Natur, das mit euch innig verbunden sein möchte, die ihr als auch seine Schöpfungswerke Anlass seid zur Entstehung der gesamten Schöpfung. Ich will, dass ihr wissend werdet, dann aber müsst ihr lauschen auf die Sprache der Schöpfung, auf die Stimme, die sich euch in der Natur kundgibt. Ihr müsst mit mir als dem wesenhaften Schöpfer alle Dinge Zwiesprache halten, und ich werde auf eure Fragen euch Antwort geben. Ich werde euch bedenken, euren Willen zur Wahrheit gemäß, so wie ihr mich als den Geber der Wahrheit anerkennt. Ich bin euch nah zu jeder Zeit, so wie ihr mich zu Herrn begehrt, so wie ihr nur einen Gedanken zu mir zu Hehe sendet. Und darum werdet ihr mich finden, wo ihr auch weilt, doch am ehesten werdet ihr mich suchen in der Einsamkeit, wo alles um euch gemahnt an den Schöpfer, der Himmel und Erde erstehen ließ durch seinen Willen, weil seine Liebe ihn bestimmte, dem Wesenhaften, das ich von ihm einst getrennt hatte, eine Möglichkeit zu geben, ihm wieder näher zu kommen. Um das Wissen darum soll euch Menschen zugehen, das Wissen darum sollt ihr selbst begehren, und darum sollt ihr horchen auf die Sprache der Schöpfung, denn durch diese spreche ich zu euch, die ihr mich hören wollt. Amen.